Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Evil Within. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oder auch du, oder du da hinten, oder du da. Wir spielen weiter. So, jetzt sind wir mal gespannt, was genau passiert hier an dieser Scheune. Ich werde jetzt auch echt mal hier eine kleine Runde drumrum laufen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Gucken wir mal eben gerade, ob hier vielleicht irgendwie noch was versteckt ist. Aber sieht jetzt nicht so aus. Ich habe gedacht, dass hier vielleicht irgendwo eine Statue steht oder so. Steht bestimmt irgendwo, nur ich sehe sie wieder nicht. Egal, wir gehen jetzt mal rein und gucken, was genau es damit auf sich hat. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Was zur? Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben, bitte, du musst klettern! Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Da! Ja, okay, aber wie komme ich da hin? Die Leiter ist kaputt. Ach so, hier. Ja, nur? Ah. Ja, toll, jetzt bin ich hier oben. Oh, okay. Hä? Ach so. Oh, wie dieses scheiß A-Gedrücke auf mein Handgelenk geht, ne? Es ist unglaublich. Wenn du noch Zeit zum Beschweren hast. Ja, hab ich. Was bringt mir das jetzt, wenn ich die Dinger hier abfackel? Gar nichts, ne? Come on. Soll ich das jetzt... Soll ich da jetzt drauf schießen oder was? Boah, ich sehe nichts. Ach komm! Habe ich gar nicht gesehen, dass der aufgetaucht ist. Oh. So eine Kacke.
Warte mal. Einmal kurz. Ich kann mich nicht umdrehen. Warum nicht? Ah. Ich kann die Kamera hier nicht drehen, warum auch immer. Ich habe mir schon gedacht. Manchmal muss man sich umdrehen. Du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Das waren jetzt wahrscheinlich die Eltern. Da kann man durch. Kann man hier auch rein? Nee, hier ist zu. Crank! War das das Kapitel? Jo. Kapitel 9 überlebt. Spiel wird natürlich gespeichert. So, und wir spielen direkt weiter. Auf ins nächste Kapitel. Kapitel 10 mittlerweile schon, die Werkzeuge des Meisters. Ich glaube, es gibt 15 Kapitel, ich bin mir aber nicht genau sicher. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als die Hälfte geschafft. Wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben? Meint er etwa Ruvik? Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall... Dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimmen von meinen süßen Jungen, sein Lachen und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Also hat der Vater den wahrscheinlich im Keller irgendwo versteckt? Die Mutter hat das immer gehört, also die Schreie gehört und so weiter und so fort. Aber der Vater meint, die Kinder sind weg. Okay. Wer ist der Typ nebenan? Find es raus! Da ist aber auch keiner. Ja, der klopft gegen die Tür da hinten. Da müssen wir gleich mal nachschauen. Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albträume für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Okay, dann hat er das wahrscheinlich wie ein Autounfall aussehen lassen, damit er das ganze Erbe bekommt und quasi sein Labor zu Hause aufbauen kann. So gehe ich mal davon aus. Ich mache mal den Kopfhörer ein bisschen leise, sonst schreie ich euch die ganze Zeit an. Waffen. Oh, gucken wir mal eben gerade. 140% ist schon geil. Machen wir mal. Feuerrate, kritische Treffer. Boah, das wäre natürlich krass, ne? Aber die Lebens... Anzeige wäre natürlich auch mal nicht schlecht. Was machen wir denn da jetzt? Komm, ich nehme mal die Lebensanzeige. So. Alles andere ist jetzt sowieso zu teuer.
Okay, gut. So, dann finden wir mal eben raus, was genau mit dem Typen da los ist. Aber bevor ich das tue, werde ich natürlich meinen wohlverdienten Schlüssel ausgeben. Ich weiß gar nicht, wie viele wir mittlerweile gesammelt haben. Ich glaube, ein oder zwei könnten es schon sein. Zwei Stück. So, das ist auch zu. Dann gehe ich jetzt mal da unten dran. Hey, komm, mach auf da. Oh, mach doch mal die Tür auf, ey. Alle anderen Türen trittst du auf, aber hier benimmst du dich, als wärst du hier, Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Rufix Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Alter, wo kommt die immer her? Oh, die Alte macht mich fertig. Aber wer könnte das gewesen sein? Frage ich mich jetzt die ganze Zeit in der Zelle da. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. So, wir müssen jetzt hier lang, meine ich. Ja, ich sehe, hier ist eine Falle, ne? Ah, hier sind wir jetzt. Oh, die Stelle ist richtig scheiße. Oh nein. Verbrennen Sie doch! Dann nicht? Ey, ernsthaft? Warum verbrennt er die denn nicht? Was ist los? Habe ich keine Streichhölzer mehr oder was? Kann gut sein, dass ich keine Streichhölzer mehr habe. Ich bin mir nicht genau sicher. Thank you.
Ey, dass ich wirklich keine Streichhölzer mehr hab, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt gerade ist es auch wirklich ein bisschen spannend, um ehrlich zu sein. Was ist das? Batterie. Die große Batterie. Tragbare Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Die werden wir brauchen. Irgendwann habe ich mir auch mal den Spaß gemacht, das Spiel auf, boah, wie hieß der schwierigste Schwierigkeitsgrad hier? Ich meine Akuma oder sowas. Habe ich auch mal probiert. Ich habe es auch tatsächlich geschafft. Aber auch gerade hier diese Stelle, die war so mörderisch kacke. Oh, ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, genau wegen diesen Messern hier. Das Schlimme ist, ich weiß gar nicht, wo genau ich jetzt hin. Ich glaube, ich muss hier rüber. Ja, macht er natürlich nicht. Jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Und diese Zirkusmusik. Aber wo muss ich denn hin? Boah, das war scheiße knapp. Na, ich muss da vorne hin. Da habe ich das eben nicht richtig gesehen. Ja, genau. Wie geil. Steh auf. What? Was? Nein, nein! Ich bin im falschen Moment aufgestanden, Alter. Oh. Es ist doch nicht wahr, Alter. Jawohl. Endlich Streichhölzer. So nämlich. Ah, habe ich jetzt die Batterie noch? Jawohl. So, da müssen wir uns jetzt, glaube ich, ein bisschen beeilen, sonst geht die wieder zu oder irgendwie sowas. Irgendwas war doch da. What? Egal, wir hauen einfach ab. Ich bin froh, dass ich hier durchgekommen bin. Oh, mal wieder ein Kartenfragment. Nice. Wie gesagt, alle werden wir nicht finden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Was zur... Was? War das eine Einbildung?
Aber den Gegner gibt's wirklich. Kleiner Spoiler nebenbei. So, jetzt muss ich mich leider ein bisschen konzentrieren. Es tut mir leid, wenn ich nicht so viel spreche. Aber ich will hier nicht alles 10.000 Mal machen. Deswegen muss ich jetzt einmal so ein bisschen hier konzentriert durchgehen. Oh, wo kommst du denn her? Oh, falscher Bolzen. So, das war der richtige. Crap. Ich hab nix mehr zum Heilen, oder was? Scheiße. Doch, ich hab ein Erste-Hilfe-Kit, aber das will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Oh, ich sehe schon kommen, dass wir sterben jetzt. Doch nicht. Toll, jetzt sind wir richtig am Arsch. Hier geht's weiter. Da vorne war, meine ich, aber auch noch ein Weg. Komm, hier muss doch irgendwo ein bisschen Gesundheit liegen oder sowas. Ey, du kannst mich mal, du dumme Bombe. Was passiert eigentlich? Das wollte ich schon immer mal probieren. Um einfach mal zu gucken, ob die nicht nur auf mich reagieren. Das ist gar nicht gut. Ich nehme das Erste-Hilfe-Set. So, jetzt sind wir erstmal wieder kurz auf Drogen. Mal kurz warten. Ja, komm jetzt. Ich sehe nichts. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ja, toll, hier ist eine Falle.
Woher weiß der Motherfucker, dass ich jetzt hier bin? So, lässt ihr mal bitte ein bisschen grünes Gel fallen, danke. Oh, die Frage ist... Ich bin voller Suppe, ey. Ja, klasse. LOL! Hier bin ich! Arschloch! Ja, komm! Jetzt geht der ehrlich da lang. Der ist aber raffiniert. Hä, wo ist er denn jetzt? Oh! Wo ist der Drecksack? Ich will ihn eigentlich umbringen wegen dem grünen Gel. Da ist er! Komm her, du Bastard. So, ich habe zwar einen mitgekriegt, aber das ist egal. 3000 Gel, nice. Hä, wie soll ich da denn drankommen? So, aber die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Bleibt das so? Weil es ist schlimmer wie in Saw. Wer denkt sich so eine kranke Scheiße aus? Unter mir ist wahrscheinlich wieder so ein Typ, ja, ja. Noch ein Kartenfragment, geil.
So, und ich wette mit dir, der ist jetzt hier. Das ist unglaublich. Zwei von denen oder was? Munition alle? Na super. Nein! So, ich muss mal ganz kurz mich heilen. Oh! Beide down. Geil, mal eben 6000 Gel gekriegt dafür. Mega gut. Dafür haben wir natürlich ein bisschen was verbraucht. Aber ist gar nicht so schlimm. Warte mal eben kurz. So, Bolzen herstellen. So, jetzt haben wir wieder volle Bolzen. Alles gut. Boah, genau auf der schwarzen Linie. Shit. War's das jetzt hier, oder? Fackel ich mal lieber ab. Bin ich mir nicht genau sicher, ob die wieder aufstehen. Nichts fallen gelassen. Ja, klar. So, hier kann ich aufmachen. Boah, wie lange spielen wir schon wieder? 39 Minuten. What? Okay, das war nicht meine Absicht. So, gucken wir mal, dass wir schnell hier rauskommen. Oder irgendwo einen Cliffhanger finden. Das wäre cool. Wir bekommen recht viele Items. Das bedeutet für mich, da kommt bestimmt gleich irgendwas Großes. Oh. Ey, dass immer irgendwas hinter mir steht, ne?
Nein, ich hab sie doch umgebracht! Bitte nicht nochmal! Bitte nicht. Oh, ich höre ein Speicherraum. Das ist gut. Das ist gut, das trifft sich sehr gut. Oh. Himmel, Arsch und Zwirn, komm. Warum kann ich nicht speichern? Ich kann nicht speichern. Ach, ich muss erst lesen oder was? Tagebuch von Sebastian Castellanos. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe. Und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern. Aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. So. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen. Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. So, sie will alleine sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt, sie arbeitet, um nicht an das Unglück denken zu müssen. Aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert. Und ich hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Das ist natürlich richtig mies, ey. Das ist ja schon schlimm, wenn Familienangehörige irgendwie sterben oder so, ne? Was weiß ich, Vater, Mutter oder so. Aber dann das eigene Kind, das ist bestimmt... Haben Sie etwas vergessen? Das ist mega kacke. So, Haus abgebrannt, Tochter von Polizeibeamten unter Opfern. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Laila Castellanos 5 und ihrem Kindermädchen Juanita Flores 56 gefunden. Beide Eltern des verstorbenen Kindes arbeiten für das Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Das ist ja fast genauso wie bei Ruvik. Hat er uns vielleicht deswegen ausgewählt oder auserwählt, dass... Weil wir dasselbe mitgemacht haben? Patrick vermisst. Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Ist vielleicht der Typ, der in der Zelle? Könnte sein, ne, dass das der Kerl aus der Zelle ist. So, dann lass uns doch mal wieder ein bisschen was spritzen. Wir schauen mal eben gerade. 12.000, 5.000, 10.000, 5.000, 2.500 kritisch. Dann mache ich mal die Feuerrate ein bisschen höher. Den kritischen Treffer auch. Und die Genauigkeit auf 3,5 Grad. So, und den Rest behalten wir. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge von The Evil Within. Das war auch jetzt wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Folge, um ehrlich zu sein. Aber ich kann es echt nicht ändern. Mal sehen, ob ich da vielleicht einen Zweiteiler draus mache oder nicht. Bin ich mir noch nicht ganz genau sicher. Ich war so im Spiel, dass ich das nicht mitgekriegt habe, dass wir so lange gezockt haben. I'm so fucking sorry. Aber okay, das ist halt The Evil Within. Man kann nicht immer speichern. Man muss halt gucken, dass man da irgendwie durchkommt. Und wenn man stirbt, muss man halt einen Teil nochmal machen. So war das halt früher. So alt ist das Spiel jetzt nicht, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da, schreibt in die Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein.